beim Annahmetraining hast du ja immer einen Aufschlag, der da vorausgeht. Ne? Und da ist mir aufgefallen, dass du ganz häufig mit zwei Aufschlägern gearbeitet hast, der dann ja, zu denselben Annahmespieler oder Spielern, je nachdem, wie viele da in der Annahme stehen. Aber das sind immer zwei verschiedene Winkel, dann, aus denen ein Ball auf so einen Annahmespieler zufliegt. Ja, stimmt. Das Ding ist, wann ich mit einer Aufschlagspielerin von einem Platz spiele, wird es so sein, dass eine Spielerin konsequent der gleiche, im Prinzip den gleichen Ball bekommt oder aus dem gleichen Winkel und sich nicht anpassen muss. Das meinst, wenn ich den ersten Ball verbagger, dann habe ich bei dem zweiten Ball, weiß ich, von wo der Ball kommt und kann das gut machen. Wenn ich den Winkel abwechsle die ganze Zeit, dann muss jeden Ball, musst du vorher den Anpassung machen und frag einfach, dass ich mir besser vorbereite auf den Ball und hoffentlich auch ein höheren Fokus habe und dadurch auch ein höheres Trainingsresultat. Und es ist nicht nur, dass dann Aufschläge passieren, sondern teilweise stehen die Aufschlägerinnen auch noch auf einem Podest, um dann ja auch aus verschiedenen Höhen eigentlich abschlagen zu können. Die Podesten sind da, sodass die Mädels höher stehen, sodass unsere Mädels weniger Zeit haben, weil der Ball schon schneller da ist. Die Aufschläge kommen auch nicht immer von ganz hinten, von der Hinterlinie. Wir gehen und höher und weiter nach vorne. Und die Höhe brauchen wir, weil wir weiter nach vorne stehen und der Ball dann auf einen Punkt in die Flugkurve kommt, die immer noch normal ist.